Und damit hi und servus, liebe Leute, willkommen jetzt zurück zu einem weiteren Unboxing bei mir auf dem Kanal. Dishonored 2 habe ich auch mal wieder hier besorgt. Hier das Vermächtnis der Maske, heißt ja das ganze Ding, relativ große Verpackung mit natürlich dieser schicken Maske hier mit drin, die man gleich von vornherein sieht. Karton ist relativ groß, genauso auch wie die Maske, man sieht es hier, da mal wieder DIN A4 Blatt. Ne? Also da ist hier gut was mit dabei, liegt natürlich klar, glasklar hier an dieser Größe der Maske. So, das ganze Ding natürlich auch klar wieder mit so einem hier Cover außenrum, sieht man aber gleich hier, Emily Colvin ist hier gesucht. So schaut das ganze Ding hier aus und man sieht es auch hier schon mal, was hier mit drin ist. Hier unten einmal hier diese Maske inklusive Ständer, also 34 cm hoch, 15 cm breit, 14 cm tief. Dann der Ring inklusive Etui. Propaganda-Poster, Spiel und das Steelbook dazu, das Legacy Steelbook und natürlich hier digitaler Content, der in meinem Fall schon abgelaufen ist, weil das Spiel natürlich hier nicht das Neueste ist. Macht aber nichts. Na, hier haben wir nochmal einen gesuchten hier, den Corvo Atano. Na, haben wir die auch. Und ja, darum geht natürlich das ganze Spiel, kommt irgendwann bei mir auch mal noch auf dem Kanal, wenn ich dazu komme. Und ja, genau, das ist das, was ich meinte, ja wieder hier so ein Pappdingens hier außen rum. So schaut das ganze Ding hier aus. Das hier ist eine stabilere Box. Kommt da insgesamt so hin hier. Na, da mit so einem Spiegelaufdruck hier. Ja, schlecht ist das nicht. Also machen wir das ganze Ding einfach mal auf. Und dann sehen wir das auch gleich schon hier, wenn wir das hier aufmachen. Mit was, wie, wo das hier anfängt. Da ist nämlich genau das hier. Zum einen schon mal hier das Poster. Na, ist in dem Fall doch relativ groß. Kleinen Moment, dann machen wir das kurz so. Einmal hier, einmal da. Und dort, na komm her, so, haben wir einmal das hier, ne, so, das hier, wenn man das hochschiebt, das ist eher länglich, also ein außergewöhnliches Format, sage ich jetzt einfach mal, ja, aber so schaut das ganze Ding hier aus, natürlich hier ein großes Besonderes, einfach nur, ja, ich sag mal, das ist ein normaler Posterdruck, ja, ne, so, so schaut das ganze Ding hier aus, also, ja, ist mal wieder auch nicht schlecht hier, mal was anderes zu sehen, ja, als einfach nur hier, sag ich mal, DIN A3 oder ähnliches. Na, also die Standardformate, dann lieber eher mal sowas, was man schön hier an eine Litfaßsäule klatschen könnte. Ich schätze mal, so ist es wahrscheinlich auch gedacht. Und ja, naja, das ist das Propaganda-Poster hier. Dann natürlich erstmal klar die Aufbauanleitung hier von der Maske. Hier mit so einem, ja, ich würde gerade sagen Hering, aber ist ja was anderes hier. Da muss dann die Maske hier rein und dann sieht das ganze Ding dann so aus. Na, also, ja. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier das Steelbook von dem Spiel an sich selber. Das ist das Legacy Steelbook, wie es genannt wurde hier auf der Verpackung. Schaut innen drin so aus. Natürlich hier glasklar das Spiel. Ich nehme es einfach gerade mal spaßhalber raus. So, dann sieht das ganze Ding hier so aus. So, hier die ganzen Codes, die alle abgelaufen sind. Eine kleine Spielanleitung mit dabei und ja, ne? So, das ist das Steelbook hier. So schaut das ganze Ding aus. Ne? Ja, inklusive der Kamera wieder hier. Aber ja, auch nichts groß Besonderes, sage ich jetzt mal. Ist ganz normal hier gedruckt, fertig ist, nichts gestanzt, sonst ähnliches, ähnliche Geschichten. Aber ja, na. So, das ist das mit dem Spiel. Warte mal, die Disc mache ich mal ganz fix wieder rein hier. So, alles klar. Das Steelbook, no, kennt man. So, natürlich dein Glas, klar hier. Die Maske, das mache ich gerade mal so. So, Packung brauchen wir nicht mehr. So, dann schaut das Ding da so aus. Das ist die Maske. Direkt hinter der Maske auch. Eieiei. Das Etui. So, haben wir das weg. So, schaut das ganze Ding schon besser aus. Hier ist dieser Hering, den ich so bezeichnet hatte. Ist aber nur hier Plastik. Das ist kein Metall hier. Gut, erinnert so ein bisschen an einen Kleiderbügel. Aber gut. So, die Maske an sich. Aber zuvor aus meiner das hier. Na, Dishonored 2, so ein kleines Etui, wie man das kennt, was steht hier drauf? Nix. Da, Made in China. 2016, so, das ganze Ding sieht so aus, eine ganz normale hier Clubbox, wie man es kennt aus Juweliergeschäften. Wenn das schon mal einer war, das ist der Ring in dem Etui hier drin. Ja, yeah. So, so schaut der aus. Na, das ist in dem Fall nicht Plastik, doch, Hartplastik, gefühlt. Also hier oben drauf definitiv Haarplastik, das ist Metall. Also der Ring an sich selber Metall, aber hier oben drauf das Ding hier, das ist Hartplastik hier. Na, das ist hier, ja, ist so. Ja, aber kleiner schicker Ring, kommt bestimmt auch nicht schlecht hier, vor allen Dingen mit dem Etui hier, das ist wenigstens Stoff. Also wie man das hier auch kennt hier
direkt von Juwelieren. So muss das sein. Na, und auch von dem her sieht das ganze Ding hier schick aus. Na, klappt auch selbstständig zu. Das ist nicht schlecht gemacht. Kann man machen. So, Ringchen, Hammer. Dann hier natürlich die Maske. Na? Und das geht natürlich das ganze Spiel. Oh, okay. Leder oder Gummi? Eher Gummi. Das Ding hier, na, sieht man ja schon hier, das ist ja Gummi, würde ich nach wie vor hier behaupten. Hier ist Plastik. Ja, also das Rote hier, zumindest hier oben und hier unten, das ist hier aus Gummi, ähnlichem Material. Und der Rest hier, natürlich glasklar, man hört es schon hier, alles Plastik. Na, groß einstellen oder umstellen kann man hier an der Maske auch nichts. Aber so schaut die ja von innen aus. Na, von dem her gar nicht schlecht eigentlich, prinzipiell. Ne? Da kann man hier, glaube ich, nicht meckern. Die schaut ganz gut aus. Ja, naja, groß was umstellen, einstellen kann ich hier nicht. Das ist einfach nur eine starre Maske. Oder geht hier irgendwas? Nee. Weil manche Teile sich so aussehen oder sich so anfühlen, wie wenn man die bewegen könnte. Tun sie aber nicht. Na, von dem her, naja. So, so schaut das Ding aus. Hier natürlich hier mit dem, ja okay. Also da hätte man auch ein bisschen Gewicht reinmachen können, weil das hier ist im Gegensatz zu anderen Figuren hier aus Recht von Ubisoft oder sowas, kennt man das ja eher noch mit Blei und so weiter drum und dran gefüllt. Aber das hier ist einfach nur leeres Plastik. Ja, da. Da ist nichts. Also, das ist hier, das wiegt auch nichts. Na, da könnte man theoretisch noch ein bisschen Gewicht reinlegen, damit das Ganze hier vielleicht eventuell ein bisschen schwerer ist. Aber das ist natürlich nichts. So, dann muss das ganze Ding ja so rum, wie wir es gelernt haben hier in dieser tollen Anleitung. Und das Ding muss hier rein. So. So, dann schaut das Ding ganz so aus hier, wenn man es jetzt hinstellen würde. Aber ich lege es natürlich mal hin, dass man das auch sieht. So. So. So schaut die Maske dann aus. Wenn man sie aufgebaut hätte, ich nehme mal gerade mal nochmal mein DIN A4 Blättchen hier. So. Ja, man sieht es ja, oh, Moment, so, man sieht es ja, ist größer wie DIN A4, ja, fast genauso breit, aber dem ja gar nicht schlecht hier mit der Maske so an sich auf dem Ständer hier. Ich unterstütze es mal lieber gerade mal hier nochmal, nicht, dass es gleich durchbricht hier mit dem Plastik, aber ja, ne, kann man glaube ich nichts sagen hier. Lässt sich mittlerweile auch ganz gut günstig schießen, das ganze Ding hier, wer die Maske haben will. Ja, ne, natürlich hier Glas da nicht zu vergessen. Ja, hup, machen wir das so. So, jetzt haben wir halt. So, dann war's schon. Mehr ist nicht drin in der Collector's Edition hier von Dishonored 2. Aber mei, reicht ja auch, ne? Ich hab's hauptsächlich wegen der Maske geholt. Den Ring musste ich gar nicht. Auch nicht schlecht, wenn er mit dabei ist. Aber gut, das fliegt demnächst auch ins Regal rein. Und ja, das war's an der Stelle hier mit Dishonored 2. Ich wünsche euch noch viel Spaß damit. Oder generell hier, man sieht sich auf Twitch, YouTube, wie immer. Und ja, haut rein. Ne? Schönen Tag euch noch. Bis denne. Ciao und Servus.